Sulzo ist jetzt definitiv im Besitz von einem russischen Milliardär. Der Viktor Wechselberg hat schon einen grossen Teil der Sulzo-Aktie gehabt. Darum hat er ein sogenanntes Pflichtangebot an die anderen Aktionäre müssen machen. Viele haben das Angebot angenommen und ihre Wertpapiere verkauft. Für den Wirtschaftsredaktor Marc Forster ist der Schritt nicht überraschend. Der Viktor Wechselberg oder seine Beteiligungsgesellschaften haben schon seit 2009 eine dominierende Stellung bei Sulzo. Jetzt ist es zu dem Pflichtangebot gekommen. Jetzt hat er knapp 63%. Überraschend ist, dass es so viele Aktien gegeben hat. Aber im Grunde genommen ist das die Folge von einer Regel am Aktienmarkt. Auch wenn jetzt Sulzo sozusagen an einen russischen Investor gehört, ändert sich eigentlich nichts an dem Machtverhältnis. Normalerweise lange ein Drittel vom Aktienkapital, um eine entscheidende Meinung in der Unternehmung zu haben, meint der Sulzo-Expert Adrian Knöpfli. Der Schritt von Viktor Wechselberg wirft aber doch Fragen auf. Das Unangenehme finde ich am Ganzen ist, dass man eigentlich nicht genau weiss, was der Herr Wechselberg wirklich will mit dieser Firma. Das hat man eigentlich nie richtig herausgefunden. Er konzentriert sich jetzt auf das Öl und Gas, weil er eigentlich am russischen Geschäft interessiert ist. Über die neue Entwicklung hat Sulzo heute keine Stellung genommen. Für den Wirtschaftsredaktor sind die Absichten des russischen Hauptaktionärs klar. Er will natürlich Renditen. Er setzt auf Unternehmen, die in Zukunftsmärkte heim sind. Das ist Sulzo. Das ist ein grundsätzlich erfolgreicher, gut positionierter Konzern. Und er will natürlich möglichst viel auch Profit haben von diesem Investment. Er hat viel, viel Geld reingesteckt mit den vielen Aktien, die er gekauft hat. Jetzt möchte natürlich auch eine Rendite sehen. Für die Stadt Winterthur gäbe es laut dem Wirtschaftsexperten für den Moment keine Auswirkung.